Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes von Shadowlorn. Ja, im letzten Part haben wir die Nebenmissionen von Maya abgeschlossen. Zum Glück. Die war heftig. Und ja, nun geht's nach Wiegenwalde. Ich habe mein Team halt ein bisschen umgestellt. Wie gesagt, jetzt habe ich halt Nera und Bianca dabei. Aber auch Yengis, weil von ihnen möchte ich den Finalschlag auch noch einsetzen. Weil, wie gesagt, es gibt auch die Medaille, dass ich von jedem Todesschlag einsetze. Und ja, Yengis steht halt unter anderem noch jetzt. So, Blumen für die Braut. Die Gefährten machen sich auf den Weg nach Wiegenwalde, wo sie Perpetunien pflücken wollen. Bianca und Nera hoffen, dort die Erlaubnis zu erhalten, ein schönes Bouquet für Barons Hochzeitsfeier zu besorgen. Machen wir das mal. Und ich hoffe, die Mission wird nicht ganz so heftig wie die andere. Heilige Mutter Maria Gottes, das war heftig. Aber okay. Ja, beide Balken. Danke. Zieht euch nur all diese exotischen Pflanzen an. Sie sind alle so wunderschön. Welche davon wohl Perpetunien sein mögen? Das Problem ist aber mit solchen exotischen Pflanzen, die schöner sie sind, umso gefährlicher sind sie. Oh nein, sieh dort, Bianca, Monster im Dorf. Gar nicht gut, die Dorfbewohner haben gegen diese hässlichen Halunken keine Chance. Da hast du recht, tut mir leid, aber das Bouquet wird warten müssen. Wir müssen unbedingt die Monster aus Wiegenwalde vertreiben. War ja klar. Die Arkkanone, die ist auf meiner Seite. Och nein, nicht wieder die Barrikade. Warum muss ich wieder die Barrikade verteidigen? Oh Gott, sind das viele! Geht's noch? Okay, gut. Das sind mal wieder massige Massenmonster, die massiger viel massiger sind und an Massen noch besser sind. Also massig Monster halt, ne? Monstermassig. Die Massen der Monster sind so massig, dass ich ganz sicher, dass ich. Was jetzt vielleicht noch einfällt. Es sind Monstermassen. Punkt. Ist schon schlimm genug. So. So, weiter hier. Müssen wir uns Hilfe holen. Weil, ich glaube, ein bisschen unterstützen ist dieser Kampf gar nicht mal so schlecht. Oder kommen die großen Monster? Da kommen die großen. So, habe ich schon von denen. Nö. Aber ich habe Goldmangel. Cool. Weißt du was? Ich kämpfe jetzt ein bisschen mit denen. Oder auch nicht, weil ich nicht weiß, wie ich mit denen zu kämpfen habe. Ja, gut, okay. Ja, mit Viereck mache ich halt Bogenschütze und Schießerei. Okay. Okay, interessant. Ja, gut, verstehe. Ja, okay. Okay, ist Nera. Ich kann noch nicht mitnehmen. Okay, ich wechsle auf Yengis. Ja, gut. Dann mache ich halt einen Tornado aus Axt ziehen. Ja, gut, toll. Abwehrschaft. Kritische Abwehrschaft sinkt. Sehr gut. Ja, Yengis haut rein. Das dachte ich auch. Yengis ist ja auch. Ja, gut. Mit zwei Drücken lade ich meinen Angriff auf. Und. Das glaube ich. Blöd. Dunkler Dirk. Auch nicht schlecht. So, okay, da ich mal auf. Also mit Yengis muss man halt Kombi-Angriffe machen und. Wo sind die Gegner? Da. Jetzt bin ich mal gespannt. da war doch gerade Medici. Okay. Nein, eine Todesmaschine ist schlecht. Jetzt werden wir kriegen. Jetzt hoch, es kommt. Na komm. Okay, jetzt kommt die. Das ist nicht so geil. Ich würde eigentlich gerne Nera und Bianca einsetzen, um die halt aufzuladen. Das Problem ist aber, wenn jetzt die großen Monster kommen, ist nicht ganz so cool, dass es in dem Moment. Och, nö. Also, warte mal kurz. Das ist so von hier an der Seite, weil wenn ich Kreis drücke, während der Angriff noch nicht vorgeladen ist, dann laden wir ihn halt auch, wenn man sehen kann. Okay, ja, gut. Nee, nicht so gut. Ich dachte, es passt, verdammt.
Denn das da. Lorn. Hauptfigur. Na und weiter geht's. Die Barrikade. Sollte eigentlich noch überstehen soweit. Okay, diese riesigen Monster sind echt ein riesiges Problem. Wir setzen mal kurz den Heimstein ein von meiner Jungs und Mädels. Boah, wie viele Mädels sind da eigentlich? So, und dann ist mal so. Die Mission war jetzt nicht so anstrengend. Ja. So, ich kann ja auch mit Bianca aufladen. So, und nun kann ich auch das hier machen mit ihr. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, ich glaube, das war das. Ah, ja, 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 das erkenne ich sogar. Das war das Jugendgeschenk eines Freundes von ihr, also deres zukünftigen Gattin. Und dieser Säbelzahnkatze, mit der das hat sie auf sich. Das ist nämlich ein Jugendfreund ist von der Gute quasi. Autschi. Ups, ich bin direkt hinter dem Gegner. Okay, gute Idee. Gut, dann muss ich mit ihr noch ein andermal machen, kein Problem. Okay, aber das Gute ist, dass die Gegner so hier verteilt sind, dass sie bei denen sie kämpfen, wird die Barriere eigentlich kaum angerührt. Das ist echt praktisch. Hat seine Vorteile, dass halt so verteilt kämpfen, ne? Und da vorne meine Kernmonster kümmern sich das Totmaschine an der. Ja, komm. An der Barrikade, das hat auch seine Vorteile. Ah, eingefroren, sehr schön. So, dann gut, bevor die Zombies hier aber jetzt doch. Gut, dann würde ich sagen. Wenn sich die Monster um die anderen Monster kümmern. Und ich hier noch mache eins. Tim Curry. Tim Curry? Gut, okay. Ja, ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ach, danke, Helix. Medici. Gut, das war das Monster von mir, aber kein Problem, das ist noch gut. War ja klar, dass das kommen musste. Ja, aber gut, der ist fast von aufgeladen. Ja gut. Ich mache es einfach hier raus. Ist das ein bisschen Overkill für nur ein Monster, aber ich will ja nur mal eingesetzt haben. Auch on camera dann. Die anderen haben ja auch schon alle on camera gesehen. Holla! Sei mal so schwach. So. Und so. Nein. So. Teleportieren wir jetzt direkt mal zu einem Stundenleiter. So. Beziehungsweise nichts. Was? Letzten Welle jetzt schon? Na gut, dann würde ich sagen, zurück zur Barrikade, zum Aussichtspunkt vielleicht? Oh Gott! Okay, wieder irgendein richtig fettes Monster wahrscheinlich. Okay, das ist natürlich ein bisschen uncool jetzt, dass er jetzt schon in die letzte Welle kommt. Aber gut, mein Segen. Nein, nein, na. Okay, okay, ich merke schon, hier ist noch ein bisschen Probleme. Das. Mann, das ist so doof. Gut, die kleinen Monster ist hier auch mal wieder raus. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich hasse es, wenn ich so blockiert so am Banken bin. Okay, die Barrikade wird wieder angegriffen. Die Barrikade wird angegriffen. Ja, ich merk's. Oh Gott, die Mission darf ich wiederholen. Die Mission darf ich wiederholen, wahrscheinlich. Aber ist ja nicht super schlimm. Ah, oh Mann, ich hasse das. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich im Banken bin. Ich kann nichts machen. Ja, ich merke, dass ich Schaden. Oh Gott, nein. Oh. Achtung, Schaden. Ja, ich merk's. Ich merk's. So. Oh, rote Schlammhände. Das sind die neuen. Hm, super. Das ist nicht super. Wow. Missionsee. Die Missionen sind zum Teil echter Abfuck. Zahl. Waffendämon, sehr schön.
Alter, ist noch einer. Nur Todmaschine. Nein, nein, nein. Wenn wir dabei Heilstand geht. Heil. So. So. Nein! Ja, ich weiß, aber ich komm nix zu. Ich komm zu nix. Weil ich hier andauernd durch die Gegend geschleudert werde. Ah, oh Gott, ich. Dieser blöde Schlundwächter hier. Geh mal jetzt. Oh Gott. Ich komm zu nichts. Oh nein, 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 nein. Das wird nichts, Leute, das ist kacke. Ich komm einfach zu. Ich komm zu nichts. Ich komm einfach zu nichts. Ja. Leute. Leute, ich bin zu nix gekommen. Ich bin nur durch die Gegend geflogen. Was zum Henker? Was zum blöden Henker? Was soll die Kacke? Ja, bitte. Oh, leck mich am Arsch. Und das Problem ist, die Kanone steht so blöd. Ja, gut. Die Kanone steht teilweise so kacke. Alter, Alter. Gut, aber egal. Vielleicht lag es auch daran, weil ich mich zu Anfang ein bisschen blöd angestellt habe, weil ich ja unbedingt den Finalschlag einsetzen wollte von den Figuren. Streite dich ab, dass es daran mitnehmen könnte. Wahrscheinlich wird es auch. Aber hey, ist ja egal. Ist jetzt passiert. Das Einzige, was ich machen kann, ist es jetzt besser machen. Also, das Problem ist ja, die Schlundwächter, die tauchen auf und schwupps, letzte Welle. Da habe ich ja keine Chance. Und da kommen so viele Gegner auf einmal. Nein. Da kommen so viele Gegner auf einen Schlag, da komme ich nicht gegen an. Das ist unmöglich. Also mich zumindest. Da komme ich einfach. Oh Gott, da ist schon wieder die drei Karte. Oh Gott, ich hasse diese Mission. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Von ganzem Herzen. So, direkt raushauen. Ich weiß, ich könnte vielleicht ein bisschen anderen Schaden raushauen. Aber nee. Weg ist weg. So, ja, die Songs sind eigentlich ganz okayische Medaillen. Das ist echt schlimm. Wenn man nur durch die Gegend gesteuert wird und man nichts machen kann. Das ist totaler Abfuck, ohne Witz. Die Zombie-Soldaten, das ist mal. Die Zombie-Korporal behalte ich mal, aber die Skelette. Ey, du, lass bloß die Barrikade runter. Ey, schaut euch das mal an. Die Barrikade hat so viel Schaden gekriegt. Ich hab mich wirklich groß konzentriert. Dass die Barrikade möglichst den Schaden bekommt, aber keine Chance. Die Mission ist echt Abfuck. Und jetzt kommen noch die Todmaschinen. Es kann durchaus sein, dass die Mission nicht packe, Leute. Also nicht so. Da muss ich irgendwie ein paar Mal machen, die wahrscheinlich. Ja, komm, nein. Gott, wie kann ich dieses Taumeln verhindern? Das ist halt das Schlimmste eigentlich. Wenn die Gegner halt mich zum Taumeln bringt, dann kann ich halt ewig nichts machen. So, das sind auch alle. Ja, die Wurzelbuben. Und das ist. Autsch! Das ist noch so ein richtig schlimmer Gegner, ey. Ja, also. Na komm. Also, die hat uns gemacht. Nein, du lässt. Oh Gott, unser Waffendämon auch noch. Alter! Das ist doch zum Heulen, ist das. Ach, mein Gott. Das ist so anstrengend alles. Nein. Oh, nein. Hört auf, mich zu schocken. Das ist echt uncool. So, hier. Nee, Leute.
Darf ich mal? Danke. Super, ne? Ich darf jetzt mal. Ich durfte jetzt beide großen Heilsteine einsetzen. Und ich bin noch in der ersten, Momentum. Ich bin noch in der nicht mal in der Mission angefangen. Und ich darf jetzt schon so raus. Darf ich jetzt schon so raushauen? Das ist echt unglaublich, ey. Ohne Witz, die Mission ist echt scheiße schwer. Das ist awesome. Alter Verwalter. Ich weiß nicht, auf was ich mich hier konzentrieren soll. Das ist alles so. Ja, es ist. Das ist sogar richtiges Wort. Wir müssen. Nein. So. Wir müssen meine Schuhe erwähnt. Alter, Alter! Ich kann mich auf nichts konzentrieren! Ah, ich bin schon wieder fast tot! Ah, Mami! Okay. Ich habe jetzt hier viele starke Monster auf meiner Seite. Wenn es jetzt wieder nichts wird. Na, schon ist er direkt wieder da. Und ich kümmere mich gleich mal hier um den hier. Wo ist er? Wo ist der Schundwächter? Warum ist er da unten? Jetzt ist er nicht einmal. Wo ist der Schundwächter hin? Mit Voto! Wo war der Schundwärter? Das gibt doch. Das gibt nicht! Das kann doch nicht angehen. Wo war der? Das kann doch nicht angehen. Der war einfach weg. Oder ich hab doch gesehen, ich war da oben. Da war nirgends drin. Da war nirgends zu sehen. Da konnte ich angesehen. Was zum Henker? Was soll der Mist? Oh ne, Leute, das verkacke ich schon wieder. Einfach weil ich komme mit dieser riesigen Masse. Ich komme mit dieser riesigen Masse Monster nicht hinter. Hey, das ist nicht meiner. Ich komme mit dieser riesigen Monstermasse einfach nicht nach. Ich komme da einfach nicht hinterher. Weil wenn ich das jetzt nicht packe, dann mache ich das auf Kamera. Oder mit sorry, das mache ich dann auf Kamera. Ist eigentlich das erste Mal, dass ich die Mission auf Kamera dann beende. Ich weiß, es ist nicht das. Ist die feine englische. So, neue hier. Sehr gut. So, gleich mal die Monster hier versuchen zu dezimieren. Alter Falter, ey. Heilige Scheiße. So, die sind jetzt zum Teil komplett weg. Ey, wow, der pinkt mal. Das ist aber angenehm. Was kann ich ja immer bei dem? Na komm, geh schon drauf. Der weiß ewigen Todes. Du auch. Oh mein Gott. Gut, okay. Jetzt die hier. Okay, die Skelettritter sind ja nicht das Problem. Okay, es läuft schon mal ein bisschen besser als vorher. Einfach weil ich jetzt vier starke Monster auf meiner Seite habe, die einfach die anderen starken Monster ein bisschen auf Schach halten. Ich glaube, das ist nicht meine, oder? Autsch. Da wäre von Teufel spricht, ne? So, dann mache ich es ja hier. Geht nicht. Oh, Standhänder, die muss ich noch nicht erholen. Ich weiß, falscher Moment für diese Priorität, aber egal. So. Mist! Keine einzige bekommen. Das regt mich jetzt auf. Ein bisschen. Okay. Nein, nicht okay. Okay, ja, nee. Gut, vielleicht ein bisschen, eventuell. Na komm, geh schon gut. Du bist jetzt drauf. Sterbst. Ja gut, okay. Komm, machen wir jetzt wieder Dinge.
Das Sound ist hoffentlich... Es läuft besser als vorher. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber es hat funktioniert. Ey, das stirbt... Doch. Oh Gott. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was anders ist als vorher. Oh, warte mal, doch, der riesige Statue ist nicht dabei. Okay, gut, meinetwegen. Ich glaube, es ist nicht meiner, oder? Nö, ist nicht meiner. Oder? Ist das doch? Nein, ist nicht. Ich kann keinen Schaden machen. Ey, ich weiß nicht, was anders als wird. Wie gesagt, ich denke mal, es liegt unter anderem da, dass ich jetzt nicht die Soldaten, die, komm schon. Oh. Ja, ist da nicht die Riesenstatue dabei? Boah, leck mich am Arsch. Ja, wieder doof, dass ich halt ist die Hand, die Stammhände nicht bekommen habe. Aber egal, das, ich hoffe mal nicht, dass sie, ich hoffe mal, die taucht jetzt hier nicht zum letzten Mal auf. Puh, ja, puh. Puh, die kommen so schnell nicht wieder, das sage ich euch. Hoffentlich haben die Dorfbewohner nicht so viel den Prügel abbekommen. Ach, mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Wir wegen Weide sind ein hartgesottener Hafen. Große Mutter Mittlerin, dank sei den Göttern, euch geht es gut. Der Dank gebührt dir, meine liebe Eila. Du und deine Freunde haben das Dorf ein weiteres Mal gerettet. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ach ja, bevor ich es vergesse, eure Belohnung ist in der Post. Unsere Belohnung? Genau, die Perpetunien, der wegen ihr gekommen seid. Oder habt ihr nur vorbeigeschaut, um Hallo zu sagen? Normalerweise würden wertvolle Blumen wie diese niemals das Dorf verlassen. Aber nach allem, was ihr für wegen Weide getan habt, können wir, glaube ich, eine Ausnahme machen. Vielen herzlichen Dank, große Mutter Mittlerin. Sie werden ein wunderschönes Buch hier abgeben, da bin ich mir sicher. Hilfe! Die Lösung war heftig. Gott, mein Commentary war mal wieder auch vom Feinsten. Mein Kurzzeitgedächtnis ist teilweise eine Katastrophe, aber ohne Witz. Aber... Halt mich am Arsch! Tat das Not? Eigentlich nicht. Gut, dann haben sie sogar Levels bekommen. Ja, wie gesagt, ab Level 50 gibt es irgendwie weniger AP, was ein bisschen doof ist, aber egal. Okay. Mission abgeben. Aber bald geschafft mir zu melden. Also wenn danach noch eine Folgemission kommt, was ich ehrlich gesagt nicht hoffe, haben wir diesen Abspann auch, diesen Teil auch abgeschlossen, was mich freuen würde. So, gut gebaut. Eine Mini-Medaille. Und tadam! Hier, ich habe die Perpetunien, die uns die große Mutter Mittlerin geschickt hat, zu einem Strauß gebunden. Wie findet ihr ihn? Bianca und Ira erhalten den Strauß Perpetunien. Okay. Oh, Ayla, das ist ja. Der ist ja wunderschön geworden. Barry wird überglücklich sein. Das Besondere an Perpetunien ist, dass sie ewig sind. Sie werden noch in 100, vielleicht 1000 Jahren so aussehen wie jetzt. Deshalb liegen Waldern auch so am Herzen. Sie sind ein Sinnbild für ewige Liebe und Glück. Ja, perfekt doch eigentlich für die Hochzeit. Genau wie die Liebe zwischen Barry und ihren Verlobten sein soll. Du hast recht, Ayla. Einen besseren Brautstrauß kann man sich gar nicht vorstellen. Genau, ein Bouquet ewiger Blumen, um eine ewige Liebe zu feiern. Das ist ja so romantisch. Ich freue mich, dass es euch gefallen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch jungen Damen auch solche Sträuße machen. Ach, das stimmt ja. Ihr beiden wollt ja heiraten, oder? Los, Ayla, mach noch ein paar. Wir haben genug Blumen. Danke fürs Angebot, aber wir brauchen eigentlich nur einen. Das stimmt doch, Nera. Ja, Bianca, das stimmt halt genau. Wie sie es immer andeuten. Na gut, wie gesagt, ich kenne Hunter Helmes raus. Ich habe auch schon oft genug den Part gesagt. Ich werde es nochmal wiederholen. Nur ein Strauß für zwei Bräute? Wie kommt das denn? Weil es zwei Bräute gibt. Ah, jetzt erklären sie es auch im Part von selbst. Aber ein Bräutigam. Wir hoffen beide, denselben Mann zu heiraten, wisst ihr? Ihr beide heiratet dieselbe Person? Ist das in eurer Welt denn möglich? Ach nein, so ist das nicht. Ist im Grunde alles Papas Schuld. Ein Freund von Bianca aus Kindertagen hat ihn imponiert und er hat begonnen, unsere Hochzeit anzubahnen. Er war mir auch sympathisch, also habe ich ihm den Vorschlag auch zugestimmt.
Aber gleichzeitig wurde Bianca bewusst, dass sie auch Gefühle für ihn hat. Yeah. Ja, also hat Neras Papa ihm gesagt, er könnte sich am Morgen der Hochzeit aussuchen, wen er heiratet. Also wird tatsächlich nur eine von uns heiraten, ich oder Nera. Dann brauchen wir da einen Strauß. Der Esel nennt sich immer zuerst. Tut mir leid. Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Mund weg besser zusammengehalten. Ach, ist nicht deine Schuld. Wir hätten früher mit der Sprache raussuchen sollen. Ja, hättet ihr. Ihr habt's oft genug angedeutet. Und außerdem braucht ihr euch unseretwegen nicht den Kopf zu zerbrechen. Es bringt ja auch nichts, Wirbungen einer Hochzeit zu machen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders, wenn hier eine stattfindet, in der wir helfen können. Das ist völlig recht. Wir müssen diesen Brautstrauß rechtzeitig zu Barrys großen Tag nach Stein einbringen. Senden den Strauß per Petunien. Das wird eine Weile dauern. Nö. Warum nicht direkt? Ach, da kommt. Auch wenn der Part wieder massig Überlänge hat. Das haben verdammt viele Parts in diesem LP. So, danke, dass ihr das Dorf gerettet habt. Ihr seid wahrhaftig zurückgekommen, um uns von dem Besten zu retten. Ich kann euch gar nicht genug danken, auch wenn es nur um ein paar Strauß für Petunien abgesehen hattet. Ja, einer hat mir alles erzählt, aber was soll's? Nehmt euch so viele Petunien, die ihr tragen könnt, und ihr habt unser Dorf gerettet, und das nicht zum ersten Mal. Schöne Grüße an die Braut, die große Mutterbittlerin. So, nun, danke, Spree, sehr schön. Das heißt also, im nächsten Part ist mein Team wieder ein bisschen uninstrukturiert. Und dann geht's mal an die goldene Pfeile. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Bis das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!